Das Barock ist eine europäische kunst- und kulturgeschichtliche Epoche. Es reicht ungefähr von 1600 bis 1750. Der Begriff selbst bedeutet so viel wie schief runde Perle. Es war das Zeitalter der Gegenreformation. Die katholische Kirche versuchte, die Menschen beim katholischen Glauben zu halten oder vom protestantischen Einfluss wieder zurückzugewinnen. Deshalb entstanden in dieser Zeit viele prunkvolle Kirchengebäude. Die Fürsten, die immer mehr an Einfluss und Macht gewannen, zeigten ihren Reichtum, indem sie sich mit dem Bau von prunkvollen Schlössern und den dazugehörenden Gartenanlagen gegenseitig zu übertreffen versuchten. Ein Beispiel dafür ist das Schloss Versailles in Paris, das Ludwig XIV., genannt der Sonnenkönig, als Residenz diente. Wie in der Baukunst war auch in der Malerei der Einfluss Italiens am wichtigsten. Dort wirkten die Gebrüder Agostino und Annibale Carracci. Die wahrscheinlich bekanntesten Namen der Malerei stammen aber aus den Niederlanden. Peter Paul Rubens und Rembrandt Hermansson van Rijn, besser bekannt unter seinem Vornamen Rembrandt. Den Anfang des musikalischen Barockzeitalters markiert der Beginn der sogenannten neuen Kompositionstätigkeit von Claudio Monteverdi um ungefähr 1600. Den Endpunkt markiert der Tod von Johann Sebastian Bach im Jahre 1750. Baukunst und Malerei und die Musik standen unter dem Einfluss des Adels, der diese Künste sehr förderte. Die Fürsten und Könige verwendeten die Musik, um sich selbst und ihre Macht und Reichtum prunkvoll darzustellen. Die Kapellen und Kammerorchester der Höfe wurden zu prachtvollen Klangkörpern ausgebaut. Dadurch erlebte der Instrumentenbau eine Hochblüte. Die heute noch begehrtesten und teuersten Streichinstrumente der Welt stammen aus dieser Zeit. Die Geigenbauer aus Cremona in Italien hatten hier die Nase vorn. Die bekanntesten Namen sind Nicola Amati, Antonio Stradivari und Guarnerius del Gesu. Die bisher teuerste Geige der Welt, Stradivarius, erzielte einen Preis von mehr als 2,76 Millionen Euro. Wow! Claudio Monteverdi, geboren in Cremona, war ein italienischer Komponist, Violaspieler, Sänger und katholischer Priester. Monteverdi galt als bekanntester Pionier und Wegbereiter der frühen Oper und setzte vor allem mit L'Orfe neue Akzente. Claudio Monteverdi war der älteste Sohn von drei Kindern. Sein Vater war Wundarzt und Barbier. Seine Mutter, Maddalena, starb um 1576. Nach dem Tod seiner Mutter heiratete sein Vater das zweite Mal. Dieser Ehe entstammten drei weitere Kinder. Sein Vater lebte in bescheidenen Verhältnissen und ließ nur zwei Söhnen aus der ersten Ehe eine gründliche musikalische Ausbildung zukommen. Um 1590 arbeitete Claudio Monteverdi am Hof des Fürsten Gonzaga in Mantua als Sänger und Geigenspieler. 1597 reiste Monteverdi nach Flandern, das liegt im heutigen Belgien, und lernte den dort vorherrschenden Kompositionsstil kennen. Diesen Stil entwickelte er weiter und verwendete ihn für seine folgenden Werke. 1613 wurde Monteverdi zum Kapellmeister des Markusdom in Venedig ernannt. In dieser Stadt starb er 1643. Er schrieb viele geistliche und weltliche Werke und war der erste bedeutende Opernkomponist. Viele seiner Werke sind aber leider verschollen. Zahlreiche Komponisten des Frühbarocks nahmen sich Monteverdi und seinen Kompositionsstil zum Vorbild. So stand das musikalische Schaffen im Frühbarock von ca. 1600 bis 1650 stark unter italienischen Einfluss. Im Hochbarock, ca. 1650 bis 1710, waren die Franzosen führend. Dabei gab es große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. In Deutschland hatte man eine Vorliebe für Orgelmusik. In Frankreich hingegen war höfische Tanzmusik sehr gefragt. Nun aber zum heute wohl populärsten Komponisten des Barock, Antonio Vivaldi. Il Prete Rosso, das heißt rothaariger Priester, wurde der in Venedig geborene Komponist, Musiklehrer, Violinvirtuose und Priester genannt. Schon im Alter von 10 Jahren spielte er als Geiger im Domorchester von St. Marco. Seinen Priesterberuf übte er, krankheitsbedingt, nur etwa 1,5 Jahre aus. Dann widmete er sich voll der Musik. Vivaldi war in ganz Europa anerkannt und wurde zu einer lebenden Legende. Jedoch setzte ca. 1730 ein Stilwandel in der Musik ein, der Vivaldis Werke vor allem in Venedig unattraktiv erscheinen ließ.
so verblasste sein Ruhm. Vivaldi verließ fluchtartig Venedig und reiste über Graz nach Wien, wo er verarmt, verstarb und begraben wurde. Die Eintragung in den Büchern von St. Stephan in Wien wurden erst im 20. Jahrhundert gefunden.